Moin, sagt mal wieder der Kerl mit den großen orangen Händen und mit dem Bart im Gesicht, den man ja doch nicht zu sehen kriegt, weil ich mir das Videobild über den Hals abschneide. Jo, was haben wir hier? Hier haben wir einen Radio-Code. Nein, nicht Radio-Code, Radiacode. Ja, hat mit dem Radio nichts zu tun, sondern Radiacode 102. Im Gegensatz zu dieser dorigen Maschine hier gilt der so ein bisschen als schon recht gut, um es mal so zu formulieren. Ich ziehe das Pferd mal hinten, ich zäume das Pferd mal wieder von hinten auf. Das Pferd von hinten auf. Das hier ist der Busien. Der heißt, Moment, FS irgendwas. FS 5000 heißt der. Modell FS 5000. Der zeigt gleich zu Anfang an 0,12 Mikrosievert. Ja, Mikrosievert, Entschuldigung. Ich hatte wirklich Millisievert gesagt. Ich wusste es nicht besser. Danke für die Belehrung. Es sind Mikrosievert. Ja, bei dem Wert bleibt der normalerweise auch. Also immer. Auch wenn man ihn also auf ein Kilo Plutonium liegt, bleibt er immer noch bei dem Wert. Ja, dann habe ich mal den, der die Videos gedreht hat darüber. Den habe ich mal gefragt, du sag mal Folgendes, das ist ganz schrecklich. Wie kommt es, dass du bei dir so toll gelaufen ist? Ein Amerikaner, also so einen mit einem richtigen, der weiß, wovon er redet anscheinend. Und er sagt, ja, kann sein, dass du die kleine Röhre drin hast, beziehungsweise das hat sogar der Hersteller hat mich gefragt, vielleicht hast du ja einmal mit der kleinen Röhre erwischt. Schraub mal auf, da ist die kleine Röhre. Und da drüber sieht man noch die metallenen Klammern für die J321-Röhre, die da eigentlich hätte drin sein sollen. Ja, und hier steht drauf, Fertigungsdatum 03/2024, also aus dem März ist der. Daraufhin hat der den Kanal betreibt, weil ich zu gejammert habe bei ihm, dass es alles nichts taucht und kurze Röhre, der hat daraufhin den Hersteller angefragt und hat gesagt, pass auf, Folgendes ist passiert. Und der sagte, ja, wir schwören Stein und Bein, ab dieser Fertigungscharge ist immer noch die große J321-Röhre drin. Ja, trotzdem wollen die mir bestenfalls $20 erstatten für das Ding. Obwohl das, peng, ne? Guck mal, jetzt sind wir 0,15 hier schon bei, für nix sozusagen. Ich kann jetzt mal Folgendes machen. Nein, gar nicht wahr, ich lasse den hier liegen. Ich lasse ihn deswegen auch liegen, weil ich habe hier die Schrauben schon rausgedreht gehabt und ich habe keinen Bock, die jetzt wieder reinzuschrauben. Und zwar wollte ich jetzt nochmal auf den Radiacode kommen. Knopf. Ah, ich habe ein Freispiel. Nein, habe ich nicht. Jetzt muss ich mal eben erst ins Menü hüpfen. Und ich versuche mal, das Licht dauerhaft einzuschalten. Das geht nämlich auch irgendwie. I für Info. Ah, da wo das Zahnrad ist. Das ist wahrscheinlich die Einstellung. Measurement Units, Count Rate, Dose Rate, Dose, Screen, Signals, Bluetooth, Language, Time, Factory Settings und Back. Na gut, dann müssen wir mal Back. So, er sagt jetzt hier, können wir mal nebeneinander legen, er sagt, wir haben hier eine Hintergrundstrahlung von 0,12 Mikrosievert. Er sagt, wir haben hier so, also wenn man ihn einschaltet, 0,1, 0,2, jetzt arbeiten wir so bei 0,01, 0,02, das ist so der Anfang, jetzt sind wir bei 0,04. So um den Dreh, nur um es mal zu vergleichen. Jetzt nehme ich mal die stärkste radioaktive Quelle, die ich hier habe. Diese tollen Amulette, die gegen Strahlung schützen sollen, aber in Wirklichkeit radioaktiv sind. Die gibt es immer noch bei Amazon zu kaufen. Ich habe das hier, glaube ich, für 6,45 Euro oder so. Ja, ich habe einfach mal bei dem Video vom Tactical Dad habe ich mal reingeguckt und ganz genau hingesehen, wie diese Oberfläche heißt. Und natürlich noch die Lederschnur mit der Holzperle. Und dann habe ich mal, Mensch, wie heißt das noch? Google Lens. Da kann man einfach ein Bild kopieren, kann das bei Google Lens zum Suchen reinstellen und dann hat er das Ding gefunden bei Amazon. Und dann muss man eigentlich nur noch ein und dasselbe suchen. Und zwar nicht für 20 Euro und nicht für 50 Euro, sondern für 6,45 Euro inklusive Porto. Ja, da kriegt man so ein tolles Kästchen hier mit einer Plastikkarte, wo drauf steht, dass das auch alles wirklich, wirklich echt ist und was weiß ich. Naja, also hier drauf sind ist es so eine Art Erzengel und hebräische Schriftzeichen sind da oben drauf. Egal, man kriegt sie noch, ganz normal bei Amazon. So, und jetzt nehmen wir mal den hier und packen ihn mit dem vorderen Ende, ne, zum Beweis, hier steht 0,04, packen den mit dem vorderen Ende hier drauf und hört mal gut hin, ne, jetzt ticken. Ja, ne?
Das hört sich schon gleich ganz anders an. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis die Anzeige sich entsprechend anpasst, weil diese ganzen Billig-Counter, wobei der hier mit 260 Euro jetzt nicht so billig war, die brauchen eine gewisse Zeit, die interpolieren. Das heißt, die können nicht sagen, es tickt jetzt unregelmäßig und daraus rechne ich jetzt mal was hoch, sondern er braucht dann eine gewisse Messzeit, um zu sagen, ja, ja, da kann ich was mit anfangen. Guck mal, wo wir jetzt schon sind. Na? Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, der geht über 0,2 Mikrosievert, geht der hinaus. Lass ihn jetzt noch ein bisschen liegen, dann tickert er vor sich hin. Ist ja schon bei 0,17, 0,18, 0,19. Also ganz definitiv nachweisbar, dieses Amulett ist radioaktiv. Nicht in einem Maße, dass ich mir Sorgen machen müsste. Also es ist nicht so, man fasst das Ding an, fällt deswegen tot um. Wenn man es sich um den Hals hängt und 24 Stunden, 5 Jahre lang trägt, dann weiß ich nicht, ob es gesund ist. Aber ich trage die Handschuhe jetzt nicht wegen dem Material. Das ist, also, ich würde allerdings das Zeug auch ohne Handschuhe einfach nicht anfassen, aus Prinzip. Weil, wer weiß. So, jetzt haben wir die 0,2 schon erreicht und das wird noch mehr. Was vielleicht noch ganz interessant zu wissen, guck mal, er ist bei 0,15, das ist 3 Millisievert her als Hintergrundstrahlung, naja. Es gibt hierfür eine App für das Ding. Der verbindet sich per Funk mit der App und dann kann man Echtzeitwerte, gespeicherte Werte kann man übertragen. Man kann, in der App ist sogar ein Spektrum gespeichert, oder nicht nur eins, sondern ganz viele. Das heißt, er kann einem dann sogar sagen, was für eine radioaktive Substanz einen gerade anstrahlt. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und was war denn noch, was der alles kann? Richtig, das ist kein Geigerzähler im klassischen Sinne. Also da ist nicht nur ein Geiger-Müller-Zählrohr oder sowas drin, was immer für einen Sensor da eingebaut wird, sondern der kann ein Spektrum anzeigen. So wie man zum Beispiel wenn bei euren Audio-MP3s, wenn ihr die abfahrt, da kriegt ihr so ganz viel Basszappel und ganz viel Höhenzappel, so grüne Balken, die rumspringen. Und das gibt es natürlich auch für Funkempfänger, der sagt, auf der Frequenz ist das meiste los. Und das kann der auch für radioaktive Strahlung. Das heißt, der zeigt einem dann ein Spektrum an und sagt, hier bei diesem Element, da passiert gerade das meiste. Und da gibt es irgendwie ganz typische Spektren, aus denen man dann irgendwie rechnen kann, was oder auch nicht. So, der ist jetzt im Moment bei 0,17 stehen geblieben. Ich glaube, wenn ich ihn noch ein bisschen liegen lassen würde, wäre das noch mehr, weil der knattert hier ganz ordentlich. Den tue ich jetzt mal beiseite. Und legt das stattdessen den hier da drauf. Jetzt wollen wir mal gucken, was er hier sagt. Ich bin da sehr gespannt, weil meine anderen beiden Proben hier, die haben bis jetzt nicht so die Wahnsinnsausschläge erreicht. Hier zum Beispiel 0,16, 0,17. Das hat er eben aber schon bei daneben liegen angezeigt. Und deswegen mache ich jetzt mal so, nehme das hier ab und packe jetzt das Zählrohr direkt da drauf. Also direkt liegt jetzt das Zählrohr ohne Gehäuse auf dieser radioaktiven Probe. Noch Fragen? Ja, ich stehe auch mit dem Hersteller in Kommunikation, muss man so zu nennen. Sie wollen mir $20 nachlassen. Habe ich das schon erwähnt? Ja, $20 für nichts ist immer noch zu viel. Ne? Das sind 40 Euro zu viel. Also das Ding taucht nix auf Deutsch gesagt. Zumindest mit dieser Röhre. Der was davon versteht, der sagt ja, das Ding ist für das Geld gar nicht schlecht. Aber eben mit der langen Röhre. Guck mal, 0,18. Vielleicht passiert ja jetzt doch noch ein bisschen was. Ich bin ja gewählt, das aus. Er geht schon wieder runter auf 0,16. Komm. Meine vorherigen Versuche haben auch nichts gebracht. Das ist einfach Müll, das Ding. Und deswegen schalte ich den jetzt auch, damit er uns nicht ins Programm piept hier. Geh aus, teil du. So, nachdem wir das jetzt ausprobiert haben, warte mal so rum, ne? Ja, genau, nachdem wir das ausprobiert haben, hat er sich inzwischen wieder beruhigt. Ja, 0,04 sagt er. Mach mal Licht an. Ich sagte, mach mal Licht an. So. Zu 0,05 sagt er jetzt. Dann hätte ich hier eine Probe, Kolonium soll das angeblich sein. Habe ich jedenfalls als Kolonium bekommen. Wenn ich jetzt hier reingucke, steht allerdings Zirkon da drin. Ne, da ist so ein Klebsel unten. Aussehen tut das so. Das ist halt ein Stein. Ob das jetzt irgendwo aus einer Uranmine ist oder ob sich einer der Mitarbeiter irgendwo am Fluss gebückt hat und so einen Kiesel aufgehoben hat, kann ich nicht sagen. Mein bisheriger hat sich dazu nicht weiter geäußert. Dann würde ich sagen, ist er hier festgeklebt? Ja, der ist irgendwie, also er klemmt zumindest. Ne? Also er liegt jetzt praktisch direkt auf dem Boden. Und dann probieren wir das jetzt aus, 0,05. Ach doch, irgendwas, man kann was hören, würde ich sagen. Okay, ich höre das mal eine Weile fest jetzt und dann schauen wir, was passiert. Ja, also man hört auch, oh ja, da tut sich jetzt auch was.
0,19, 0,20. Ja, also es strahlt. Ich glaube nicht, dass die Welt zugrunde geht, wenn ich dieses Ding aufmache. Ich habe es auch trotzdem noch nicht aufgemacht. Weil ich habe spätestens... Es gibt eine Fernsehserie namens Tschernobyl. Die guckt euch an und danach hat ihr, wie soll ich sagen, haltet ihr alles, was radioaktiv ist, für Teufelszeug. Also das ist echt nicht ohne. Guck mal, 0,26, das ist schon mal mehr, als der hier strahlt. Ah ja, diese Probe übrigens ist legal. Die habe ich dadurch erlangt, dass ich sie im Internet einfach bestellt habe. Und zwar normalerweise liefern die sowas nur an Schulen, nur irgendwie haben die vergessen zu prüfen, ob ich eine Schule bin und haben es mir einfach geliefert. Es gibt auch hier keinen Darfschein. Man braucht man auch nicht. Das ist alles noch auf einem Level, das wirklich, ne, also ich könnte ihn unter das Kopfkissen legen, es wird trotzdem nichts passieren. Trotzdem, ich mache das Ding nicht auf, ich habe immer Handschuhe an. Es schadet nichts, ne? Es schadet nichts, vorsichtig zu sein. Guck mal, 0,25, 0,24. Das ist doch schon messbar wenigstens. Ne? Darauf kam es mir an. Ich wollte nicht hier die neue alles zum Leuchten bringen oder so. Der Tactical Dad, der hat ja auch Videos über sowas gemacht. Der hat irgendwie eine alte russische Pilotenuhr. Und diese Leuchtziffern, die da drauf sind, die strahlen. fangen seine Geigerzähler fangen an, sofort ins Rot zu wechseln. Also das ist schon manierlich, was da rauskommt. Gut, dann haben wir das jetzt mal ausprobiert. Jetzt muss er sich wieder einkriegen und wieder runtergehen. Und dann hat mir jemand das Tolles hier geschenkt. Das ist auch so ein Fitnessarmband. Also auch so ein Teil, das gegen Strahlen helfen soll. Ich weiß noch nicht, an welchem Ende das harmlos oder weniger harmlos sein soll. Komm, jetzt ist es bei 0,03. 0,05, das ist Hintergrundstrahlung hier. Also halten wir es mal dran. Ach doch, man nimmt irgendwie doch schon ein bisschen was wahr. So. 0,06 haben wir jetzt, das ist noch nicht so viel. 0,08. Komm mal hin. Ich weiß, du brauchst ein bisschen. 0,10, 0,11. Ich habe allerdings jetzt auch an einem Teil messe ich, von dem ich nicht sicher bin, ob da überhaupt das radioaktive Zeugs drin sein soll. Ich drehe jetzt mal einen weiter, mal gucken, was er jetzt sagt. Hier vorne. Tja, bleibt jetzt momentan erstmal so ziemlich auf gleicher Höhe. Ja, eher ein bisschen drunter. Schauen wir mal hier, der anderen Seite. Ja, also es strahlt. Es ist jetzt nicht irgendwie so der pure Wahnsinn. Das ist 0,10 Mikrosievert. Aber es ist messbar. Für dieses Gerät, für das gelbe Ding da nicht. Für das hier ist es messbar. Das war ja auch der Sinn der Sache. Ich hatte mal einen Verdacht, ob vielleicht dieses Hologramm hier unten drunter, ob das irgendwie was macht. Nö, eher nicht. Also jedenfalls höre ich das Knackern nicht so doll. So, also es ist radioaktiv. Ich verwahre das jetzt nicht auch irgendwo in einem Hochsicherheitsschrank, sondern ich habe ja sowieso so Blechschränke, also praktisch schon Metallspind mit 1, 2, 3, 4, 5 einzelnen abschließbaren Fächern für Kurzwaffen. Und ein Ding davon habe ich einfach so einen großen Radioaktivaufkleber drauf gepatscht. Da liegen Sachen jetzt drin. Wie gesagt, muss nicht, aber... Es schadet nichts. Ne? Es schadet nicht, ein bisschen vorsichtig zu sein. So, er rappelt sich jetzt so langsam wieder runter. Es ist bei 0,08 angekommen. Ja, ich glaube, mehr musste ich gar nicht sagen. Ich habe bewiesen, dass das Ding nichts taucht. Also zumindest dieser Fassung, die ich unglücklicherweise in die Finger bekommen habe, für das ich teures Geld ausgegeben habe. Ja, das Ding kann ich empfehlen. Macht was her. Es gibt mittlerweile, glaube ich, einen Radia-Code 103. Aber ob sich das mehr Geld lohnt, ich weiß es nicht. Auch hier habe ich wieder ein bisschen gesucht. Na, man kann natürlich die Dinger für Betrag X, man kann sie aber auch für den Betrag X plus Y kriegen. Es lohnt sich immer zu suchen, obwohl man es am günstigsten kriegt. Da würde ich sagen, schalte ich den jetzt einfach mal wieder aus. Tick. Den kann man nicht einfach so abschalten, sondern da muss man jetzt das Menü aufrufen und dann sagen, so, abschalten. Warum ist das so? Weil... die Dinger sind ursprünglich mal entwickelt worden, eigentlich nicht unbedingt als Spektrum-Analyzer oder was weiß ich, sondern auch so als Dosimeter. Das heißt, das Ding kommt dann so in die Brusttasche des Chemikers oder des Wissenschaftlers und irgendwann sagt er einfach, was man so alles abgekriegt hat. Und wenn es anfängt zu hupen und zu klingeln, dann war man eine Tür zu weit gegangen. Ja, aber der hier kann einiges. So,
Das war das. Ich spare mir das auch, das euch mit dieser App zu zeigen, was da alles geht. Es gibt genug Leute. Gebt Radiacode 102 ein als Suchbegriff. Ihr findet genug Leute, die so ein Ding haben. Natürlich alle auf Englisch. Ich bin der einzige Irre, der Deutsch spricht und sie dafür Geld ausgegeben hat, fürchte ich. Obwohl, auch dafür wird man einen finden. Das packe ich jetzt alles wieder in Schränkchen. Den schraube ich wieder zusammen und ich hoffe, ich kann ihnen den Geldmännern wieder aufs Auge drücken. Dann sollen die sehen, wie sie damit glücklich werden. Ich jedenfalls nicht. Und den habe ich jetzt. Und wer den hat, der ist wahrscheinlich auch glücklich. So, genug gefaselt, genug wirres Zeug geplappert. Dann danke ich euch wieder für eure nicht enden wollende Geduld. Erinnere euch dran, dass ich der olle Kerl mit den orangen Händen bin, der hier immer Tüdelkram erzählt. Und den sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ne? Ciao.